Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dreamlight Valley hier im Spielebund-Kanal. Wir haben das letzte Mal uns um die Quest gekümmert und versucht, das Ratatouille zu kochen, was nicht ganz funktioniert hat. Und wir waren dabei, ein riesengroßes Rapsfeld anzulegen, um ein bisschen Gold zu farmen. Das Rapsfeld habe ich eben schon mal ein bisschen gegossen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, starten wir mal los. Hier ist ja heute viel Betrieb. So, noch ein paar Nachtdornen, die wir zu entfernen haben. Ich würde sagen, wir starten damit. Oh. Schnell, schnell, schnell. Husch, husch, husch. Mal sehen, ob ich alle bekomme. Gut, da sind noch zwei da weit hinten. Sehr gut. Aber die Kiste kam nicht. Ach doch, ich habe sie noch nicht gesehen. Und noch mehr Gold. Sehr schön. Genau, dass wir damit starten, es nochmal mit dem Ratatouille zu versuchen. Oh, da ist schon wieder Mini. Ja, wann werden wir wohl Mini finden? Das ist eigentlich die eigentliche Frage, die ich mir schon seit geraumer Zeit stelle. Weil das eigentlich mein nächstgrößeres Ziel ist. So, dann gehen wir doch mal zurück. Und schauen mal, was das Ratatouille macht. So, da sind wir in dieser wunderschönen Küche. Also, wo ich echt immer noch sagen muss, dass die mir wundervoll gefällt. Also, wir haben das letzte Mal hier stehen auch ein paar Gerichte. Nee, ich möchte sie nicht aufheben. Genau, jetzt kann man doch hier gucken. Der Verlauf. Genau, wir haben hier schon ein bisschen was versucht. Ich habe tatsächlich den Hinweis bekommen, dass ich es mit Auberginen versuchen soll. Also eher so hier in diese Richtung. Genau, es gab noch den Hinweis, dass es eine Kräuterzutat braucht. Also wir nehmen mal Paprika, dann nehmen wir gleich mal mehrere. So, komme ich hier wieder raus. So. Genau, dass es eine Kräuterzutat braucht. Also das kann eigentlich hier nur Basilikum oder der Oregano sein. Nehmen wir auch gleich mal ein bisschen was mit. Die Zwiebeln nehmen wir auch mit. Den Mais nehme ich noch mit. So. Und hier die Aubergine. Und die Zucchini lassen wir weg. Und die Tomaten nehmen wir natürlich. Also wenn es ins Ratatouille, wenn da keine Tomaten reinkommen, dann weiß ich auch nicht so genau. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich den Film kenne, aber nie wirklich ganz gesehen habe. Vielleicht würde mir das jetzt helfen. Also wir fangen mit der Aubergine an. Wir nehmen die Paprika, sind zwei, drei, vier, fünf. Let's go. Achso, der Verlauf. Genau, jetzt gucken wir doch nochmal. Aubergine. Also die Variante hatten wir zumindest noch nicht. Gut, vielleicht hilft uns ja die Aubergine, dass das einfach das Ziel ist. Nein. Wieder diese Gemüseplatte. So, was könnte jetzt noch falsch sein? Paprika, also die Aubergine ist auf jeden Fall drin. Jetzt haben wir noch den Mais. Zwiebeln muss auch rein. Ich finde ja irgendwie Basilikum besser als Oregano. Ich denke auch nur, dass eins von beiden reinkommt. Ich versuche es auch nochmal mit der Tomate. Huch, was habe ich denn jetzt gemacht? Achso, das Inventar ist voll. Ja, genau, die können wir erstmal alle ablegen. Ich kann die ja später noch einsammeln. Auch. Oh, jetzt ist der Ton weg. Auch das war nicht richtig. Die Aubergine und wir tauschen mal die Paprika mit der Tomate aus. Der Mais. Ich weiß irgendwie auch nicht so recht, ob ich irgendeinen Hinweis nicht richtig gelesen habe. Nee, auch das ist nicht richtig. Ich kann mir ja nochmal die Quest durchlesen.
Ah, da steht nur bereit, ja, Ratatouille zu. Jetzt haben wir halt hier schon sehr viel Ratatouille. Nicht Ratatouille, gegrilltes Gemüse. So, mein Inventar ist auch einfach voll. Guck mal, das können wir auch mal ablegen. Wegen den ganzen Zutaten. Oh nee, das wollte ich doch nicht. So. Also die Aubergine. Oregano. Zwiebel. Mais. Paprika. Achso. Im Verlauf erkenne ich aber auch nicht. Vor allem, es gibt ja immer dasselbe Gericht. Das ist auch ein bisschen spannend. Und wir haben wieder ein gegrilltes Gemüse. Ja, ich würde sagen, auch dieses Mal haben wir das nicht geschafft. Kann ich die jetzt alle mitnehmen? Ach so. Wahrscheinlich kann ich die sowieso nicht mit rausnehmen. Was sagt denn eigentlich der Remi dazu? Hallo! Ein wichtiger Abend im Restaurant. Was hat der Kritiker bestellt? Der Kritiker wartet auf seinen Ratatouille. Ratatouille mit Tomaten und drei unterschiedlichen Gemüse und Gewürzen. Also Tomate ist schon mal klar. Die Aubergine habe ich durch einen Hinweis erhalten. Und Gewürz. Also haben wir eigentlich Oregano und Basilikum. Das heißt, es bleiben noch zwei weitere Sachen. Zwiebeln. Wenn es fertig ist, stelle es auf die Servierluke neben der Tür. Au revoir. Also das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Also, die Tomate hat mir der Remi verraten. Die Aubergine habe ich von außerhalb. Ich finde ja das Basilikum besser. Jetzt habe ich natürlich kein Zucchini mit. Ich glaube, vielleicht brauche ich doch das Zucchini. Ich weiß nicht so genau, ob es entweder oder war. Also, ich hatte es ja immer mit Zucchini gemacht. Aber das war jetzt quasi die einzige Sache, die wir eben... So, dann müssen wir erst was rausschmeißen aus dem Inventar. Essen wir doch ein bisschen Mais. So. Dann versuchen wir es nochmal. So, das wäre doch gelacht. Nee, von der Seite ist immer schwierig. Also, die Tomate. Die Aubergine. Das Basilikum hatten wir eben. Wir nehmen jetzt die Zucchini und ich bin ja für die Zwiebel. Spannung steigt. Ein Ratatouille. Oh mein Gott, das war jetzt aber auch eine Geburt. Da war jetzt der Tomatenhinweis doch Gold wert. Dass ich nochmal nachgelesen habe. Ich glaube, das hätte sonst noch ewig gedauert. So, kann ich das jetzt einfach hier ablegen? In die Luke? Achso, doch da. So. Tschack. Achso, es ist schon weg. Ah ja. Bonjour. Der Gastronomiekritiker hat dem Ratatouille 5 Sterne gegeben. Was für eine Erleichterung. Tausend Dank. Ah. Weißt du, Trude, du bist eine sehr talentierte Köchin. Willst du für mich arbeiten? Eigentlich habe ich ein Restaurant für dich in meinem Dorf. Wir könnten wieder zusammen kochen. Das wäre super. Wir sind ein prima Team. Colette, Linguine können auch eine Weile ohne mich zurechtkommen. Linguine? Ja, ich habe den Film nicht gesehen. Ohne mich zurechtkommen. Weißt du was? Das mache ich. Ich komme in dein Dorf und helfe dir mit deinem Restaurant. Moment. Beinhaltet dieses Stellenangebot eine Unterkunft? Ich kann nicht in der Küche schlafen. Das wäre nicht hygienisch. Ich brauche definitiv ein Haus, bevor ich gehen kann. Danke. So, dann... Machen wir uns doch auf. Drücke F, um zu den Möbeln zu gelangen. Genau, jetzt platzieren wir gleich. Können wir das schon von hier? Naja, komm, gehen wir nochmal raus. So, genau. Jetzt platzieren. Oh, das ist aber ein hübsches kleines Rattenhäuschen. Wo könnten wir das denn mal hinstellen? So, hier
Ich dachte ja, hier ist das mit dem. Ich glaube, das ist das Restaurant am Ende. Dann wäre es ja vielleicht ganz gut, das hier irgendwo hinzustellen. Dann hat er das einfach nicht so weit. Oh, das ist ja blöd, dass das nicht geht, wenn da so ein Holzding liegt. Aber so müsste es gehen. Ja. Und jetzt muss ich es wahrscheinlich noch bezahlen. Ja, der Dagobert, der weiß halt, wie man die Kohle reinbringt. Also. Ja, vielleicht kann man das ja auch am Ende nochmal verschieben, aber jetzt steht es erstmal hier. Sei gegrüßt, Nachbar. Remi mag ein kleiner Koch sein, aber er hat einen feinen Geschmack und hohe Ansprüche. Wenn du ein Haus haben willst, das seinen Ansprüchen gerecht wird, musst du schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Ja, zum Glück habe ich, wie wir sehen, etwas Geld. Dann lass uns ein großes Haus für eine kleine Ratte bauen. Mit einem solchen Spitzenkoch in der Nähe kann die Wirtschaft des Tales so richtig in Schwung kommen. Zack, zack. Und wir bauen mir ein kleines, großes Haus. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Heiße Remi, willkommen. Ja, das machen wir doch. Oh, was passiert jetzt? Das ist ja süß. Das war da bei den anderen gar nicht mal so animiert, glaube ich. Oh, ein Foto. Doch, es war doch so. Es ist nur so lange her. Yeah! Sehr schön. Kann ich mit dir sprechen? Na klar. Hey, du bist wow, dieser Ort ist wunderschön und kommt mir irgendwie bekannt vor. Hä? Es kommt mir fast so vor, als ob ich schon mal, als ob ich schon einmal hier gewesen wäre. Seltsam. Nun, jetzt habe ich keine Zeit mehr, um darüber nachzudenken. Ich habe ein Restaurant zu eröffnen. Wunderbar. So, und schon müssen wir wieder sammeln. Ach nee, das ist ja noch die alte Aufgabe. Aber wir haben jetzt die Neugestaltung des Restaurants. Die gucken, die machen wir mal aktiv. Genau, treffe Remi im Restaurant. Das machen wir gleich. Wir gucken uns doch mal das Häuschen an. Wenn wir das schon hier hinklotzen. Ach süß. Guck mal hier, hier gibt es auch natürlich eine schöne Kiste für uns. Da ist bestimmt irgendwas Nettes drinne. Eine schwarze Unijacke. Können wir ja vielleicht bald gebrauchen, wenn es frischer wird. So, der Kühlschrank und... Ist ein bisschen ähnlich wie mein Haus, muss ich sagen. Okay, aber es ist jetzt auch nicht größer, wo es so groß aussieht. So, wo haben wir denn jetzt den kleinen Fratz? Wow, was für ein toller Tag. Ja, das sehe ich auch so. Jetzt haben wir nämlich ein Restaurant. Oh, da oben brauchen wir Wasser. Ich glaube, bevor wir mit Remi sprechen, gießen wir unser Rapsfeld. Weil wir wollten ja gucken, wie viel Geld es uns bringt. So, ihr seht, die linke Seite ist schon gedeiht. Aber, ja, hier rechts noch nicht. Und ich wollte ja eigentlich das komplette Feld fertig bekommen. Oder eine Ecke noch. Es hat auch schon länger hier nicht mehr geregnet. So, sehr gut. Jetzt gehen wir schnell zu Remi. Der treibt sich doch bestimmt hier in der Nähe rum. Der war doch hier irgendwo gerade. Ah, da oben. Hinterm Haus oder im Haus? Ach, da. Ach, der ist so klein, den sieht man kaum. Hallo! Ist es das? Es ist das einzige Restaurant in diesem Dorf? Wow, ich schätze, ich bin nicht mehr in Paris. Verstehe mich nicht falsch, es gibt hier viel Potenzial, es braucht nur etwas Liebe. Und vielleicht eine komplette Renovierung. Aber du kannst mir dabei helfen, oder? Auf jeden Fall, ich liebe Essen. Danke, es hilft jemanden zu haben, der, du weißt schon, seine Größe in Meter statt in Zentimeter misst, groß genug ist, um die oberen Regale zu erreichen. Ja, ja genau, aber es hat auch Vorteile, klein zu sein. Zum Beispiel kann ich durch ein Loch in der Wand klettern und die Tür von innen öffnen. Folge mir, mal sehen, womit wir es zu tun haben. Oh. So, können wir jetzt da rein? Oh. Hier das Teeservice von Schöne und das Biest steht auch schon bereit. Und es ist vollkommen leer. Ich schätze, wir sollten
mit den Grundlagen beginnen. Als erstes brauchen wir Tische und Stühle. Ich wette, dass Dagobert Duckwäsche verkauft. Da wir viele davon brauchen werden, hoffen wir mal, dass er uns ein gutes Angebot machen wird. Wir sind ein gutes Team. Ich weiß nicht, ob das so wird oder ob das so kommen wird, aber wir werden sehen. Wir haben ja etwas Geld, wie gesagt. Und wir bauen ja weiterhin Raps an. Grau-weiße Abendhandschuhe. Schick. So, kaufe Restaurantmöbel von Dagobert. Der Dagobert, der macht hier so viele Geschäfte. Das ist unglaublich. Der weiß, wie es läuft. So, ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass er hier irgendwo ist. Ja, da oben. Hallo. Guten Tag, Trude. Warte, wo sind wir jetzt? Wieder Aufbau der Lichtung. Ich würde gerne Dinge bestellen. Also die Lichtung haben wir nicht. Das mit dem Schrank, das sind... Nee, das... Hä? Vielleicht Dinge bestellen. Möbeln. Genau. Bestellung. Ah, sehr gut. Und jetzt? Nun gut. Komm wieder, wenn du deine Meinung geändert hast. Auf Wiedersehen. Nehmen wir den Gegenstand. Ach, ich hab den jetzt schon. Ach, guck mal, hier stehen jetzt auch noch. Er hat ein Röschenbett und noch ein anderes Bett. Ja, schön. Aber zur Hausgestaltung kommen wir vielleicht noch irgendwann anders. Ich bin jetzt irgendwie momentan eher mit den ganzen Geschichten hier beschäftigt. Na, warum komme ich denn nicht raus? Ich möchte das verlassen. Lass mich raus. Na, jetzt. So, jetzt gehen wir mal zurück. Das ist ja zum Glück alles nicht so weit. Wo ist denn der Kleine? Der ist wohl nicht hier drinne. Na gut, hier kann ich nicht auf die Karte gucken. Der steht in seinem Haus. So, jetzt geben wir ihm mal die Möbel. Bonjour. Gut, jetzt wo die Gäste einen Platz zum Sitzen haben, können wir über das Essen nachdenken. Wir brauchen eine gut ausgestattete Küche, wofür ich eine Liste habe. Ich habe immer davon geträumt, mein eigenes Restaurant zu eröffnen. Ich habe Listen gemacht für das, was ich brauche, ständig neue Dinge hinzugefügt und sie verfeinert, wenn mir neue Gerichte einfielen. Diese Listen zur Eröffnung von La Ratatouille zu verwenden, war ein Traum, der sich verwirklicht hat. Gut, dass ich sie behalten habe, oder? Hier, ich übernehme diesen Teil der Liste. Kannst du die andere Hälfte übernehmen? Ja, bleibt mir ja nicht so viel anderes übrig. Au revoir! Okay. Oh, Oregano, Karotten, Himbeeren und Weizen. Suchst du noch Zutaten im Menü, dann findest du weitere Informationen. Okay. Das bedeutet... sind die Gerichte. Was genau meint er denn damit? Wahrscheinlich, wo ich es finde, wächst in einer Minute. Ah, da kann man... Ah! Jetzt wird ja hier mal ein Schuh draus. Wächst in 35 Minuten. Interessant. Also Weizen kann man auch quasi selber anbauen. Oregano gibt es ja... Ich weiß immer nicht... Was ist das? Oregano, genau. Gibt es hier schon immer mal. Hier oben eher. Das ist auch noch Oregano. Himbeersträucher haben wir auch. Ich muss ja immer diese Dornen wegmachen. Die machen mich ganz nervös. Weizen müssen wir wahrscheinlich anbauen. Da sind schon mal Himbeeren. Aber das wird auch eher... Ich glaube, das wird jetzt eher nichts, was wir so schnell machen werden. Weil so viel Material und so viel... zu pflücken gibt es da nicht direkt. Weil Himbeeren weiß ich nicht, kann ich nicht anbauen. Also muss ich ernten.
Okay, aber hier gibt es ja auch noch einen Strauch. Aber ich glaube, das ist dann auch der letzte. Aber dann fehlen mir quasi noch eins. Hier ist ja auch immer was angebautes, was ich ernten kann. Aber da ist jetzt nicht so viel dabei. Ein bisschen Weizen, aber ansonsten. Ich glaube, ein Weizenfeld könnte ich jetzt hier zum Beispiel schnell machen. Weizen gibt es hier. Also, dann machen wir doch hier schnell noch ein Weizenfeldchen. Oh, ja, das war schon mal nicht so gut. 3, 4, 5, 8. Wie viel brauchen wir noch? 8. Jetzt muss ich wieder was essen. Ah, das ist jetzt schlecht. Die Blaubeeren brauche ich nicht. Weil sonst habe ich immer die Himbeeren gegessen. Das wäre jetzt eher schlecht. Das habe ich natürlich nicht gezählt. Ja, es waren noch ein bisschen. So, wie viel habe ich jetzt in der Reihe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also sind es 14. 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, genau, 22, 23, zack. Dann haben wir doch hier schon, dann kaufen wir jetzt hier den Weizen beim Goofy. So, kaufen. Ja, der ist ja auch billig. Kaufen wir 23 Stück. Dann können wir den nämlich schon mal anlegen. Sehr gut, der freut sich. Vielleicht können wir auch noch was verkaufen, wenn wir schon mal hier sind. Hallo, hallo. Verkaufen. Ja, so viel ist ja gar nicht zu verkaufen. So, die Erde brauche ich gerade nicht, die Steine auch nicht. Obwohl, das wird mir wahrscheinlich wieder zum Verhängnis. Ich lasse es lieber mal. Die Karotte brauche ich. Ja, naja, egal. Wir spekulieren ja auf das Rapsfeld, das uns dann Geld bringt und dann können wir ja direkt auch ein neues anlegen. Ach so, genau so. Das geht ja gar nicht so, sondern so. Zack. Nein, das war falsch. Ja, jetzt. Jetzt funktioniert es doch. So, dann haben wir hier gleich unser Weizenfeld. Das müssen wir dann auch gießen. So, und dann gucken wir gleich auch nochmal nach dem Rapsfeld. Oh, ja, genau. Das auch nochmal gießen müssen. Zack, zack, zack. Trude ackert hier schwer. So, jetzt essen wir noch ein bisschen was. Ein bisschen Blaubeeren. So, wann werde ich mir behalten können, wo die Gießkanne liegt? Das kann sich nur noch um Jahre handeln. So. Dann gucken wir nochmal schnell auf die Karte. Da ist irgendwas rot. Das ist nicht schön. Da laufen wir nochmal schnell hin. Oh, da sind ja noch Himbeeren, sehr gut. Die habe ich ganz vergessen. Das ist Basilikum. Das heißt, die Himbeeren haben wir schon. Der Weizen wächst. Die Karotten können wir notfalls auch noch anlegen. Hier ist noch ein Oregano. Ich meine, den kann man, glaube ich, auch... Ach, da sind auch noch Himbeeren. Also Himbeeren gibt es auch tatsächlich mehr, als ich in Erinnerung hatte. Ja, die Karotten würde ich dann wahrscheinlich auch eher anlegen. Oh, das sieht ja super aus. Aber warum hat er mir denn angezeigt, dass hier irgendwas nicht... So, ich stehe jetzt hier in meinem Rapsfeld. Aber ich würde sagen, für heute ist jetzt Schluss. Und die nächste Folge beginnen wir damit, hier schön Raps zu pflücken und mal zu gucken, wie viel Geld uns das Ganze bringt. Danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal bei Spielebund.